Herzlich willkommen bei RubBricks. Heute mit dem nächsten Teil der Digitalisierung des ÖBB RailChat von BlueBricks, CV-Programmierung des Log-Decoders. Viel Spaß beim Zuschauen und ich würde mich über einen Daumen hoch oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, sehr freuen. Nachdem jetzt der Log-Decoder montiert wurde, wollen wir natürlich mit der Lok oder dem Zug fahren. Und dazu müssen wir diesen Lok-Decoder programmieren. Das heißt, wir müssen ihm eine feste, eindeutige Adresse vergeben, damit die Digitalzentrale weiß, welche Lok unter welcher Adresse fährt. Beziehungsweise wir, wenn wir dann mit dem Regler Gas geben wollen, dann natürlich der Digitalzentrale mitteilen können, welche Lok jetzt angesteuert werden soll und dann noch einige andere CV-Werte programmieren, die wir dann auf diese Lok einstellen. In der Zwischenzeit habe ich jetzt hier auch am Drehgestell des letzten Waggons diesen Schleifer verbaut und nach vorne das Kabel durchgeschliffen durch die Waggone zur Lok, damit hier eine saubere Stromabnahme gegeben ist und auch das Digitalsignal ungestört am Log-Decoder ankommt. Den Log-Decoder können wir jetzt über die Programmieroberfläche der Digitalzentrale programmieren oder alternativ machen wir das heute mit dieser WLAN-Maus. Das heißt, diese Maus muss zunächst an der Digitalzentrale angemeldet werden. Es ist je nach Zentrale unterschiedlich, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Und dann können wir den Zug auf das Programmiergleis stellen. Ich habe das jetzt hier, dieses Gleis hier, entsprechend angeschlossen an der Digitalzentrale. Also dieses Gleis ist jetzt das sogenannte Programmiergleis. Über das Programmiergleis können wir die CVs auch auslesen und schreiben. Es gibt auch alternativ die Programmierung über das Hauptgleis. Das heißt, es ist dann das ganz normale Gleis, auf dem die Züge fahren. Auf diesem Hauptgleis kann man aber die CV-Werte nicht auslesen. Wir führen jetzt heute nur die Minimalprogrammierung durch. Also wir programmieren nur die CVs, welche jetzt unbedingt nötig sind, damit wir mit dem Zug fahren können. CVs, das heißt Konfigurationsvariablen, mit denen man den Log-Decoder programmiert und die entsprechenden Werte auf den jeweiligen Zug oder die Lok einstellt. Es gibt hier für jeden Decoder eine Liste. Wir schauen jetzt hier mal rein, zum Beispiel Liste aller unterstützten CVs, 1 Lok-Adresse und so weiter und so fort. Diese Liste, wenn wir mal auf die nächste Seite gehen, und übernächste und so weiter und so weiter. Also es gibt hier eine richtig lange Liste an CVs, also sogenannten Konfigurationsvariablen, die dann, wie bereits erwähnt, auf den jeweiligen Zug oder die Lok angepasst werden. Um jetzt aber mit dem Zug fahren zu können, brauchen wir jetzt nicht die ganze Liste durcharbeiten. Das kann man bei Gelegenheit mal machen, wenn man Zeit dazu hat. Da kann man wirklich individuell alles Mögliche einstellen, auch die Ausgänge, die Schaltausgänge, Beleuchtung etc. Also eine wirklich lange Liste. Da muss man sich dann auch richtig Zeit nehmen. Aber jetzt um nur rein zu fahren, benötigen wir gar nicht mal so viele CVs, die wir einstellen müssen. Wir schauen jetzt hier mal auf die Seite 1 der Liste. Also in der Beschreibung ist das die Seite 100. Aber die erste Seite der CV-Übersicht. Hier sieht man die CV1 Lokadresse, CV2 Anfahrspannung etc. und so weiter. Für uns jetzt wichtig am Anfang ist eigentlich nur die Lokadresse. Zum einen, damit, wie bereits erwähnt, wir den Zug eindeutig bestimmen. Dann die CV29. Die ist wichtig, in diesen Werten die wichtigen Informationen zusammengefasst, die wir für den DCC-Betrieb, also für den Digitalbetrieb, benötigen.
Und mit diesen beiden CVs können wir eigentlich mit der Lok bzw. dem Zug schon fahren. Es ist jetzt am im ersten Schritt keine weitere Einstellung nötig. Was wir dann noch machen werden, ist, wir gehen nochmal auf die erste Seite, die CV5 noch einstellen, die Höchstgeschwindigkeit. Diese steht standardmäßig bei 255, das heißt, die volle Spannung liegt am Ausgang dann an bei 255. Man kann diese dann niedriger stellen auf einen gewissen Wert. Das muss man einfach probieren, wie schnell der Zug maximal fahren darf. Das heißt wiederum, diese 255, dieser Wert 255 bedeutet dann, wenn man mit Fahrstufe 128 fährt, das wäre dann die Fahrstufe 128. Wenn man den dann zum Beispiel auf 100 runterstellt, dann werden die 128 Fahrstufen zwischen 0 und 100 aufgeteilt. Das sollte man, wie gesagt, mal testen, wie schnell der Zug fahren kann, damit er nicht aus irgendwelchen Kurven fliegt oder man eventuell sogar den Motor überlastet. So, dann beginnen wir. Dann schalten wir mal die WLAN-Maus ein. Wir gehen ins Menü, Shift- und Menütaste, Programmierung, okay. Hier sieht man dann CV ändern. Und hier gehe ich erstmal noch auf den Modus. Ich prüfe, ja, okay, das ist der Modus CV, also sprich, das heißt Programmieren über das Programmiergleis. Ich könnte hier umstellen auf POM, Programmieren über Hauptgleis, also Program over Main. Dann würde diejenige Lok oder dieser Lokdecoder, der zuvor im Menü ausgewählt wurde, der würde dann mit einem CV-Wert überschrieben, den man eingibt. Wie vorher erwähnt, kann man auf dem Hauptgleis keine CV-Werte auslesen. Das heißt, man muss dann schon wissen, genau welche Werte vergeben sind und was man hier macht. Also ich stelle jetzt auf Programmieren über Programmiergleis wieder um. Okay. Und jetzt gehen wir mal her. CV-Wert ändern. Wir werden jetzt nun mal den CV-Wert 1 auslesen. Und hier müsste dann der Wert 3 kommen, weil das ist die Standardeinstellung für die Lokadresse. Genau. In meinem Fall wird dieser Railjet die Adresse 21 haben. Ich gebe jetzt hier 21 ein und programmiere auf OK. So, jetzt, wenn alles funktioniert hat, hat diese Lok jetzt die Adresse 21. Wir können jetzt nochmal auslesen. CV-Wert 1, also CV1 auslesen, hat den Wert 21, hat funktioniert. Mit Stopp gehe ich zurück ohne Änderung. So, jetzt für die CV29 schauen wir mal auf die Liste. Hier sehen wir CV29 die verschiedenen Bits mit den Werten, die man einstellen soll. Standardwert ist der Wert 12. Wir schauen jetzt mal hier auf das Bit 4, Motorkennlinie durch CV67 und 94. Hier kann man die einzelnen Fahrstufen nochmal spezieller auf den Zug einstellen, wenn man möchte. Und dann steht noch dabei, bei Lok Sound 5, Multiprotokoll-Decodern ist der immer aktiv. Das heißt, wir haben einen Lok Sound 5-Decoder. Diese Kennlinie ist immer aktiv. Und der Standardwert 12 wird hier dann zu den 16 dazu addiert. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal den CV-Wert auslesen, also die CV auslesen, welchen Wert die hat, 29, dann müsste die jetzt standardmäßig 28 haben. Also diese 12 plus die 16. Genau. Was heißt jetzt diese 28? Also diese 28 steht jetzt für 16 plus 12 und die 12 steht dann für das Bit 3, das steht auf 8 und das Bit 2 auf 4. Also 4 und 8 ist 12. Diese Addition ergibt dann den Wert 12. Das heißt, Bit 0 ist auf 0, also normales Fahrtrichtungsverhalten, und Bit 1
steht auf Fahrstufen, also auf 14 Fahrstufen. Mit 3 Railcom erlauben ist diese Railcom-Rückmeldung an die Digitalzentrale. Die brauchen wir jetzt in unserem Fall nicht. Das Bit 2 Analogbetrieb erlauben, das heißt, wenn das Digitalsignal verloren geht, könnte man die Lok dann auch analog weiter betreiben. Zum Beispiel, wenn man Streckenabschnitte hat, die analog sind, also wenn man eine Kombination hat, würde das zum Beispiel funktionieren. Oder wenn man zum Beispiel irgendeine alte Anlage hat, mit einer neuen digitalen kombiniert, könnte man, wenn der Zug dann auf den Analogbereich fährt, dann analog weiterfahren. Das brauchen wir jetzt in meinem Fall auch nicht. Und ich stelle Fahrstufen auf 128 und normales Fahrtrichtungsverhalten. Das heißt also, Bit 0 auf 0, Bit 1 auf 2, Bit 2 auf 0, Bit 3 auf 0, Bit 5 auf 0 und das Bit 4 steht ja standardmäßig beim Log Sound 5 Decoder auf 16. Das ergibt dann einen zu programmierenden Wert von 18. Das machen wir jetzt mal. Also wir lesen uns den CV 29 mal aus. Hat den Wert 28 und jetzt geben wir ein den Wert 18. Okay, das checken wir nochmal quer. CV 29 hat den Wert 18. Okay, gut, dann gehen wir jetzt hier raus, komplett. Und wir müssen jetzt dann noch die Lok einprogrammieren in die WLAN-Maus. Das steht hier eh schon. Also, wenn man hier durchschaltet, sieht man die verschiedenen Loks, die ich hier schon eingespeichert habe. Ich gehe jetzt hier auf Neu, okay. Dann gebe ich jetzt ein Railchat. Okay. Dann hier L3, das ist die Logadresse. Hier gebe ich dann die 21 ein und sage Fahrstufe 128. Okay, und jetzt habe ich hier den Railchat und wenn ich jetzt hier den Regler betätige, müsste der losfahren. Genau. Allerdings fährt er noch in die falsche Richtung. Das passiert, wenn die Anschlüsse vom Schleifkontakt die verwechselt sind. Also wenn praktisch die rechte Schiene auf dem linken Anschluss sich befindet und umgekehrt. Das habe ich bei der Montage des Lokdecoders ja erwähnt. Man kann da entweder darauf achten oder alternativ das Fix im Log-Decoder programmieren. Dazu schauen wir nochmal auf den CV 29. Und zwar eben auf Bit 0, normales Fahrtrichtungsverhalten oder umgekehrtes Fahrtrichtungsverhalten. Das heißt, bei mir läuft jetzt genau verkehrt rum. Das heißt, ich ändere den Wert des CV, der CV 29 und erhöhe den um einen Wert. Also ich habe dann nicht mehr den Wert 18, sondern eben den Wert 19. Das machen wir jetzt nochmal. Wir gehen wieder in den Programmiermodus. CV ändern. 29. Okay, der liest jetzt wieder aus. Und jetzt gebe ich dann nicht 18, sondern ich würde eigentlich jetzt 19 eingeben, aber hier kann man eben auch, wenn man Werte eingibt, die kleiner sind als 16, dann wird die 16 automatisch dazu addiert. Also ich bräuchte jetzt nur den Wert 3, eben für die Bit 01 und für die Bit 12. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich gebe jetzt hier den Wert 3 ein. Okay. Dann schreibt er den CV-Wert. Jetzt lesen wir den aus. Nochmal. Ja. Hat funktioniert. Und wenn ich jetzt hier rausgehe und den jetzt in die andere Richtung, in die gleiche Richtung den Regler drehe, fährt die Lok jetzt in die andere Richtung.
Und jetzt, wie erwähnt, werden wir noch die CV5 anpassen. Wir lesen hier mal aus. CV5. Hat standardmäßig den Wert 255 und ich gebe hier bei diesem Zug den Wert 50 ein. Gut, dann werden wir das nochmal quer checken, ob das funktioniert hat. Wert 50. Gut, dann ist es zumindest mal so weit programmiert, dass man mit dem Zug die ersten Runden drehen kann. So, das werden wir jetzt auch mal machen. Aber vorher möchte ich euch noch einen schönen Tag wünschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Servus bei Rubrix.